Hallo und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche haben wir hier das Kulmbacher Mönchshof Original Pilz. Mal kurz für euch natürlich in die Kamera. So, ich hoffe, das konnte man erkennen. Ja, passenderweise vorne ein Mönch drauf mit einem Bierkrug in der Hand. Gut, aber bevor wir uns mit der Flasche weiter beschäftigen, kommen wir erstmal zur Internetpräsenz. Und da haben wir hier erstmal so ein kleines Etikett, sag ich mal, so ein kleines, ja, so eine kleine Tafel mit Informationen. Feines Original, Alkoholgehalt 4,9 Volumenprozent, also steht hier zwar nicht Volumenprozent, aber werden es sein. Dann Stammwürze sind 11,3%, Trinktemperatur 7 bis 9 Grad Celsius. Charakteristik, weiches Pilzaroma, hauchzarte Hopfenblume, goldgelb, stabiler Schaum. Ah, okay, gehen wir mal auf mehr. Was Sie noch über unser Original wissen sollten. Erleben Sie mit unserem edelgehopften Mönchshof Original ein feines Bier Pilsner Brauart, welches mit seinem zarten Hauch einer Hopfenblume den Geschmack traditioneller Braukunst vermittelt. Stammwürze 11,3% Alkohol, jo, passt. Gebindegröße interessiert uns nicht so weiter. Gut, kommen wir wieder zur Flasche. Was haben wir drauf stehen noch? Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot natürlich. So, kürzlich hatten wir ja 500 Jahre jetzt Tag des Bieres, 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot. Ich wollte ursprünglich ein Festbier machen, aber ich war erkältet. Das heißt, das Video ist leider nichts geworden. Tut mir leid. Reiche ich vielleicht nochmal auf Montag nach das Bier. Das habe ich jetzt hier noch stehen. So ein Festbier von Netto war es. Also viel habe ich in dieser Richtung jetzt gar nicht gefunden in Sachen 500 Jahre Reinheitsgebot. Gut, Rückseite. Mönchshof Original. Mönchshof empfiehlt Original wegen seines durch die besonders fein dosierte Hopfengabe außergewöhnlich abgerundeten Geschmacks. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Das Ganze von der Kulmbacher Brauerei Aktiengesellschaft aus Kulmbach, Bavaria, Germany. Also noch hier 4,9 Volumenprozent Alkohol. Jo, das war's an Informationen. Gut, dann würde ich sagen, schreiben wir Zitat und gucken, was drin ist. Ich hoffe auf einen vernünftigen Plop. Ja, das geht doch. Ein bisschen nachhelfen musste ich, aber ich sag mal, das war ein Plop. Gut, dann rein mit dir ins Glas. So, das ist also unser Mönchshof Original Pilz hier im Glas. Von der Farbe her, das Ganze ja schön goldig-gelb. Bisschen gelber als goldig, aber schon ein schöner goldiger Touch drin. Bläschen steigen ein paar auf, nicht allzu viele. Und wir haben wirklich eine sehr schöne, feine, lockere Hopfenblume. Ach, Hopfenblume, sag ich schon. Bierblume hier. Doch, das gefällt mir sehr gut. Der Schaum sieht sehr schön aus, auch von oben. Durchweg eigentlich feinporig. Das macht auf jeden Fall optisch sehr viel her, finde ich. Das sieht sehr ansprechend aus. Gut, für euch nochmal ein bisschen in der Nahansicht, vielleicht könnt ihr was erkennen. So, ich hoffe, die Kamera hat es scharf gestellt. Und ja, dann kommen wir zum Geruch. Schön frisch, feine Hopfennote drin, also ein bisschen grasig, aber überwiegend eher so hellmalzig getreidig das Ganze. Ja, riecht überwiegend eher blumig, süßlich, aber doch noch eine schöne Hopfennote mit drin, so ein bisschen grasiger das Ganze. Doch für mich geruchlich auch sehr ansprechend. Insofern, ich erwarte mir hier doch ein recht ansprechendes Bier für meinen Geschmack. Also, schreiben wir zur Tat. Prost! Schön frisch. Aber ich merke direkt, kommt sehr getreidig rüber. Also es ist sehr malzig, also hellmalzig. Und dadurch ein bisschen sehr getreidig. Geht allerdings, finde ich, noch in Ordnung. Ja, nochmal einen Schluck. Wirklich sehr schön frisch. Dann kommt da wirklich so eine richtige, ja, schon bald Malzsüße. Ein bisschen untypisch für den Pilz, finde ich. Deutliche Malzsüße kommt durch, ist von diesem hellmalzigen, aber gepaart auch mit einer ja, angenehmen milden Hopfennote. Wird dann leicht herb auch, gerade im Abgang, leichte Bittere mit drin, aber alles noch sehr dezent. Sag mal,
Ich bin ja eher nicht so der Fan von eher getreidigen Bieren und so, aber ich sag mal, hier geht das alles in Ordnung, das ist alles in einem Maß, da kann ich sehr gut mit leben. Ich finde, das ist für den Pilz auf jeden Fall sehr süffig. Doch schön frisch. Wie gesagt, das Hellmalzige dominiert auf jeden Fall den Geschmack. Habt so ein bisschen Getreidiges mit dabei. Wen das nicht stört oder wer das mag, finde ich hier ein super Bier mit einem milden Hopfen dabei. Für mich auch immer gelungenes Bier. Kann ich empfehlen, hier Mönchshof Original Pilz. Macht hier, glaube ich, nicht viel verkehrt mit. Also ich finde es wirklich gelungen. Von mir absolute Empfehlung. So, viel mehr habe ich zum Bier auch nicht mehr zu sagen. Ich glaube, geschmacklich habe ich alles umrissen, was so drin war. Ach, was ich noch vergessen habe, war jetzt mal auf das Perlige zu achten. Prickelt doch mal ein bisschen mehr auf der Zunge, aber mich stört es nicht, ich finde das gut so. Nicht übertrieben prickelnd, finde ich so eigentlich genau richtig. Macht das Ganze alles noch ein bisschen erfrischender. Für mich ein wirklich schönes Bier. Ich bin sehr zufrieden damit und ja, könnt mir ja mal runter in die Kommentare schreiben, ob ihr das Mönchshof schon mal probiert habt. Wird, glaube ich, ziemlich bundesweit läuft vertrieben, also sollte nicht das Problem sein, da mal ranzukommen. Nur achtet darauf, dass ihr das Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn das bei euch nicht so nachgefragt wird. Ich hatte nämlich eigentlich schon das Bier eingeplant für Ende der 90er, also quasi bei 98, glaube ich, ursprünglich. Musste dann beim Drehen feststellen, dass das Bier leider schon abgelaufen war, was ich gerade am Vortag erst gekauft hatte. Und als ich es aufgemacht habe, war der Inhalt auch nicht mehr gut. Deswegen musste ich hier das Ganze nochmal aufrollen. So, aber jetzt genug davon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt im zweiten Anlauf für mich, erste für euch. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen rauf da, dann freue ich mich. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche mit dabei, wenn es wieder heißt Bier um 4. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut.